Ja, Werner Nordlohne, herzlich willkommen beim VfL Osnabrück, neuer Fanbeauftragter des VfL zum 1.9.2017. Freue mich, dass wir einen Nachfolger für meine Wenigkeit gefunden haben in diesem Fall. Werner, stell dich doch einmal ganz kurz den Osnabrücker Fans vor. Ja, ich bin Werner Nordlohne, bin 33 Jahre alt, habe hier in Osnabrück studiert, bin young, äh, langjähriger Fan vom VfL. Genau, lebe hier mit meiner kleinen Familie, meiner kleinen Tochter meiner Lebensgefährtin, genau. Ich bin jetzt gespannt auf, was, auf das, was auf mich zukommt und äh, ja, freue mich riesig natürlich, hier als Fanbeauftragter äh, tätig zu sein. Perfekt, wir freuen uns auch. Grundsätzlich ist es ein sehr weites und sehr aufgabenreiches Feld, äh, die Fanbetreuung im Profifußball. Was hast du dir äh, vorgenommen für dich ganz persönlich erstmal? Für mich persönlich ist erstmal einen wirklich einen Überblick zu bekommen in die Dinge, die jetzt schon geschaffen worden sind, die ganzen Strukturen kennenzulernen, die jeweiligen Ansprechpartner und dann natürlich mit dieser einmaligen Fanszene zusammenzuarbeiten und den Verein und die Fans weiter nach vorne zu bringen. Das hört sich gut an. Ähm, Gibt es etwas, was dir ganz besonders am Herzen liegt, äh, hier für den VfL, für die Fans, für dich, für deine Arbeit? Ja, äh, ganz besonders am Herzen liegt mir natürlich, dass äh, ich klar zeigen kann, äh, ja, ich bin Teil des Vereins, äh, ich bin Teil der Fanszene, ähm, ich bin das offene Ohr, der, das Sprachrohr von, von beiden Seiten und mir ist es natürlich unglaublich wichtig, dass ich äh, die Dinge, die du jetzt schon ins Rollen gebracht hast, natürlich fortsetze und dann halt äh, mit, mit Blick in die Zukunft hinaus das weiter umsetze und vielleicht noch ausbaue. Ich denke, die Möglichkeiten sind gegeben und äh, sehe da natürlich jetzt auch schon äh, gute Vorarbeit geleistet und äh, ja, freue mich drauf. Herr wieland der VfL Osnabrück präsentiert zum 1.9. einen neuen Fanbeauftragten des Vereins. Mit Werner Nordlohne ist ein äh, frischer junger Mann gefunden worden. Ganz grundsätzlich erstmal, was, äh, wie, wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie zu der Situation? Ja, ich bin froh, dass der Prozess jetzt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Werner Nordlohne ist jetzt nicht der nächstbeste Kandidat, sondern wirklich der passende Kandidat, den wir in einem langen Auswahlverfahren gefunden haben und äh, nach zweieinhalb Jahren diese Position jetzt äh, endlich wieder äh, mit einem Vollzeitfanbeauftragten besetzen können. Grundsätzlich der Auswahlprozess äh, und die Neubesetzung der Stelle, wie kam es dazu? Ja, wir sind äh, nach dem äh, Start des Fan-Dialogs in diesem Jahr sehr schnell übereingekommen mit den einzelnen Fangruppen, auch dem Fan-Projekt und vor allen Dingen auch der ehrenamtlichen Fanabteilung, dass wir die Interimslösung, die wir seit zweieinhalb Jahren äh, beim VfL hatten, äh, wieder in eine hauptamtliche und vollzeitbesetzte Position des Fanbeauftragten überführen möchten. Äh, so ist der Auswahlprozess gestartet worden. Wir haben Anforderungsprofile gemeinsam entwickelt, beziehungsweise gab es die auch schon aus äh, vorherigen Gesprächen und sind auf diesem Weg in das Verfahren gegangen. Es gab eine öffentliche Ausschreibung über unsere clubinternen Medien, die dann ja auch öffentlich sind. Und dann haben wir daraufhin Bewerbungen erhalten und aus zehn Kandidaten, die dann letztendlich in das engere Auswahlverfahren gekommen sind, haben wir mit zweien über weitere Runden gesprochen und ich bin sehr froh, dass wir dass wir wirklich zwei sehr gute Kandidaten am Ende hatten. Mussten uns dann zwischen den beiden entscheiden und ich denke, mit Werner Nordlohne den passenden gefunden zu haben. Der Auswahlprozess, den Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, wie sah der konkret aus? Können Sie da was zu sagen? Ja, also wie gesagt, wir sind äh, über ein Anforderungsprofil gegangen, welches äh, sich deckt mit dem äh, letztendlich auch Handbuch des der für Fanbeauftragte des DfB äh, und der DFL und äh, wir hatten Anforderungsprofile auch mit äh, Fangruppen, Fanprojekt abgestimmt, die mit einbezogen wurden. ich äh, waren auch immer im Prozess involviert, äh, informatorisch äh, durch mich dann auch äh, mit dem Fanprojekt gesprochen, auch mit der ehrenamtlichen Fanabteilung, haben den finalen Kandidaten dann auch äh, letztendlich äh, noch mal äh, vorgestellt. Ähm, und ähm, sind zu dem Ergebnis gekommen im Profil, dass es eben der Passende ist. Werner Nordlohne, der zum ersten Mal bei uns anfängt, äh, wird hoffentlich dann hier auch äh, sehr schnell integriert sein. Äh, das ist ja auch sehr wichtig eben halt in die Fanszene, und äh, wir haben ein gutes Gefühl dabei. Die konkreten Erwartungen an ihn, wie sehen die aus? Ja, den Prozess fortzusetzen, den wir in den letzten Jahren ja angeschoben haben. Wir befinden uns in einem guten Dialog, guten Austausch. Das kennzeichnet, glaube ich, die Zusammenarbeit mit den Fangruppen hier. Es ist eine schwierige Aufgabe, zwischen den Sachinteressen des Vereins einerseits zu vermitteln und dann eben den Interessen, den Wünschen, den Erwartungen der Fans auf der anderen Seite. Gerade die aktuelle Diskussion zeigt ja, dass es viele, viele Themen gibt, die die, Fanszene, die Fanszenen in Deutschland insgesamt beschäftigen uns natürlich als Vereine beschäftigen und auch den Verband. Und äh, für Werner Nordlohne wird es sehr wichtig sein, dass er unterstützt wird äh, von den Fangruppen, aber auch den äh, anderen Beteiligten, dem Fanprojekt, dem kommunalen Fanprojekt, als auch der ehrenamtlichen Fanbetreuung durch die Schaffung einer ehrenamtlichen äh, Struktur an Fanbetreuern. Äh, denn nur im Zusammenspiel zwischen äh, dem Ehrenamt äh, und dem Hauptamt, was Werner Nordlohne dann begleitet, glaube ich, werden wir eine funktionierende und wirksame Fanarbeit bekommen können, die alle Erwartungen dann vielleicht erfüllt. Ich habe keine Fragen mehr, Herr Willent. Gibt es noch irgendwas, was Sie ergänzen möchten? Ja, ich möchte mich einfach bedanken bei allen Beteiligten, die den Prozess so konstruktiv seit Januar wirklich mitbegleitet haben. Wir wissen alle, das war nicht immer so. Es gab nicht immer diese Bereitschaft, miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, wir befinden uns auf einem sehr guten Weg und den sollten wir weitergehen, diesen Dialog pflegen. Und dann kommen wir auch zu solchen relativ schnellen Lösungen, die dann auch für alle Beteiligten, glaube ich, sehr gut sind. Herr Bident, vielen Dank fürs Interview.